Ela, das gab es für Amira und Maya heute zum Frühstück. Heute mal ein wenig unterschiedlich für die Mäuse. Amira ist in die Küche gekommen und hat gesagt, sie möchte kein Brot zum Frühstück. Da habe ich ihr Müsli bzw. Cornflakes angeboten. Und Maya hat ausdrücklich Brot gesagt. Da habe ich einen Dinkeltoast gemacht. Für Maya gab es Dinkelvollkorntoast mit Butter und so einem Kinderkäse. Ich wollte mal ausprobieren, aber ich glaube, das ist eher Schmelzkäse als normaler Käse. Sie hat es gegessen, es hat ihr geschmeckt. Am Ende zeige ich euch sowieso, was die Mäuse übrig gelassen haben. Da ist einige oft wünschen zu sehen. Dazu gab es Paprika, momentan sehr hoch im Kurs bei ihr. Und ich habe ihr mal Hähnchenbrust gegeben, nicht immer Mortadella oder so. Und das mag sie auch sehr gerne. Ich muss viel individueller auf Maya eingehen, weil ich immer Amira mit einbeziehe und dann achte ich immer, dass beide das gleiche essen, damit es keinen Krieg zwischen den beiden gibt. Aber Mayas Genuss ist einfach viel, viel, vielfältiger als der von Amira. Und darauf sollte ich in Zukunft echt achten. Und zum Schluss gab es für beide Mäuse, das ist nämlich auch das Hauptfrühstück für Amira, diese Fruit Loops, die habe ich bei DM entdeckt und ich muss sagen, von den Zutaten her sind die absolut in Ordnung und die können auch beide Mäuse essen. Und dazu gab es heute noch einen frischen Minztee. Und falls ihr weiterhin kein weiteres Video verpassen möchtet, folgt mir gerne für mehr.